liegen sie manchmal nachts wach und fragen sich, ob sie ihre Träume verwirklichen werden. Was wäre, wenn wir ihnen sagen würden, dass sie eigentlich alles erreicht haben, was sie wollten, nur dass es in einer anderen Realität passiert ist? Laut Quantenphysik existieren parallele Realitäten. Wissenschaftler nennen dies die Viele-Welten-Theorie und sie impliziert, dass es alternative Versionen von ihnen gibt, die sehr unterschiedliche Leben führen. Was wäre, wenn du irgendwie auf diese Leben zugreifen könntest, indem du dich auf ihre Frequenzen einstellst, so wie du den Fernsehkanal wechselst? Und was wäre, wenn du dadurch mehr erreichen könntest, als du dir je vorstellen konntest? Willkommen zu deinem Erwachen. Hier erforschen wir das menschliche Potenzial und wie man es durch wissenschaftlich fundierte Spiritualität erreichen kann. In diesem Video sprechen wir darüber, wie du dich mit Hilfe von 10 wissenschaftlich fundierten Strategien und Techniken auf deine eigene Denkweise aus einem alternativen Universum einstimmen kannst. Wenn du Schwierigkeiten hast, dein bestes Selbst zu sein, ist dies ein Video, das du niemals verpassen solltest. Bist du bereit, loszulegen? Dann lass uns eintauchen. Was sind parallele Realitäten? Das Konzept des Multiversums war früher reine Science-Fiction, aber neuere Studien haben gezeigt, dass es tatsächlich wahr sein könnte. Auf Quantenebene ist das Universum nämlich reines Chaos. Unser gesamtes Verständnis der Physik bricht zusammen. Teilchen können sich an 2 Orten gleichzeitig befinden, was als Superposition bezeichnet wird, aber nur, wenn sie nicht beobachtet werden. Sobald man ein Quantenteilchen beobachtet, bricht die Superposition zusammen, sodass man es nur in einem einzigen Zustand sehen kann. Das bedeutet, dass es viele Welten gibt, die auf einer fundamentalen Quantenebene miteinander verbunden sind. Und das ist noch nicht alles. Diese Realitäten sind wahrscheinlich eng miteinander verbunden, was wir durch ein Konzept namens Quantenverschränkung erkennen können. Wenn 2 Teilchen auf der Quantenebene miteinander verschränkt sind, teilen sie immer einen Zustand. Wenn sich ein Teilchen verändert, verändert sich das verschränkte Teilchen auf genau die gleiche Weise. Was wäre, wenn wir uns irgendwie mit unserem alternativen Selbst auf der alternativen Ebene verbinden könnten? Zum Beispiel könnte es eine Version von dir da draußen geben, die eine liebevolle Familie hat. Frau Kinder, das Wolle-Programm. Und doch könnte die Version von dir, die in dieser Zeitlinie existiert, Schwierigkeiten haben, mit anderen in Kontakt zu treten. Wenn du dich auf dieses alternative Selbst einstellst, kannst du die Fähigkeiten erwerben, die du benötigst, um deine Ängste und Hemmungen zu überwinden. Die Kraft der Quantenverschränkung kann dir dabei helfen, die vielen Versionen von dir zu nutzen, die in parallelen Realitäten existieren, aber es erfordert ein wenig harte Arbeit. Was für harte Arbeit genau? Lass uns 10 Strategien besprechen, die dir dabei helfen können, dich auf dein alternatives Selbst einzustellen. Nummer 1. Quantenfrequenzmeditation. Der Tagesablauf eines Durchschnittsmenschen kann ziemlich chaotisch sein. Daher ist es wichtig, den Kopf von all dem Lärm freizumachen. Meditation hilft dabei. Und die Wissenschaft bestätigt dies. Studien zeigen, dass sie den Cortisolspiegel, das Stresshormon, in deinem Körper senken und deine Herzfrequenz senken kann. Dieselben Studien zeigten auch, dass sie das Selbstbild verbessern kann, was zufällig der Sinn dieser Übung ist. Wie erreicht man das? Zunächst einmal kann es dir helfen, besser zu schlafen. Im Schlaf sind die Grenzen zwischen parallelen Realitäten am dünnsten. Deshalb findest du dich in völlig unerkennbaren Situationen wieder, die sich in deinen Träumen vollkommen natürlich anfühlen. Noch wichtiger ist, dass Meditation der Schlüssel zur Selbsterkenntnis ist, wozu auch das Bewusstsein für deine anderen Ichs gehört, die jenseits der multiversalen Kluft leben. Außerdem erhöht sie deine Aufmerksamkeitsspanne, was unerlässlich ist, wenn du versuchst, dich auf deine grundlegendste Natur zu reduzieren, um eine Verbindung zu parallelen Versionen von dir herzustellen. Wie meditiert man also genau? Und wie kann man die Kraft des Quantenbereichs in diesem meditativen Zustand nutzen? Denke zunächst an dich selbst. Denke an deine körperlichen Eigenschaften wie die Tiefe deiner Atmung und an alles, was du hören oder riechen kannst. Deine Augen sollten geschlossen sein, denn visuelle Reize sind so lebendig, dass sie dich von Dingen ablenken, die tiefer unter der Oberfläche lauern. Versuche, die verschiedenen Reize, die deine Sinne aufnehmen, zu isolieren und sie langsam zum Schweigen zu bringen. Zerlege alles in seine kleinsten Bestandteile.
Erkenne, dass ein Geräusch, das du hörst, lediglich eine einzelne Schwingung in einem ganzen Universum von Schwingungen ist, und konzentriere dich dann auf diese grundlegende Form. Was genau vibriert da? Teilchen natürlich. In diesem Fall Luftteilchen, die in sich selbst ganze Universen sind. Zerlege diese Teilchen gedanklich in immer kleinere Teile. Die Atome in den Molekülen, die Protonen, Neutronen und Elektronen in den Atomen und so weiter, bis du schließlich den Quantenbereich erreichst. Auf dieser Ebene gibt es kein Konzept von Identität. Die Realität formt sich zu einem Schaum aus Materie- und Antimateriepartikeln, die in einer Endlosschleife ständig entstehen und vergehen. Das ist es, was du bist. Das ist es, was jeder ist. Praktisch gesehen kann eine solche Meditationstechnik dir helfen zu erkennen, wie klein deine Probleme wirklich sind. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zu ihrer Lösung. Zweitens, Manifestation und Visualisierung. Wenn du dir etwas wirklich wünschst, versuche dir vorzustellen, wie du es besitzt. Nehmen wir zum Beispiel an, du möchtest eines Tages einen großartigen Roman schreiben. Wer wärst du, wenn du dieses Ziel erreichen würdest? Denke daran, dass diese Version von dir bereits in einer parallelen Realität existiert. Die Gesetze der Quantenphysik besagen, dass jede mögliche Realität existiert. Also gibt es definitiv eine Realität, in der du ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Autor bist. Durch das Manifestieren und Visualisieren von Ergebnissen wird deine innere Energie mit diesen Ergebnissen in Einklang gebracht. Es zieht deine Wünsche buchstäblich in die physische Welt. Dies wird als das Gesetz der Anziehung bezeichnet und funktioniert, indem es dich in die richtige positive Denkweise versetzt, die dir hilft, alles zu erreichen, was du dir wünschst. Denke einfach darüber nach. Wenn du abnehmen möchtest, wird dich die Manifestation und Visualisierung deiner schlanken, gesunden Endform dazu inspirieren, bessere Ernährungsentscheidungen zu treffen. Wenn du im Bett liegst und alles andere tun willst, nur nicht ins Fitnessstudio gehen, wird dir die Visualisierung der Person, die du sein möchtest, die nötige Kraft geben, um ins Training zu gehen. Auch hier zeigt eine objektive wissenschaftliche Analyse, wie mächtig die Manifestation sein kann. Positive mentale Bilder lösen einen Teil deines Gehirns aus, der als retikuläres Aktivierungssystem bezeichnet wird. Betrachte es als einen Filter für deine Gedanken. Wenn er stark und gut geschärft ist, kann er negative Gedanken loswerden und dir ermöglichen, dich auf das Positive zu konzentrieren, in diesem Fall auf dein Ziel. Und die Tatsache, dass du dir eine Version von dir selbst vorstellst, die tatsächlich existiert, macht diese Methode noch wirkungsvoller. Du versuchst nicht nur jemanden zu manifestieren, der vielleicht entsteht, wenn du die richtigen Schritte befolgst. Das Ziel wurde erreicht, du musst dich nur noch mit dem Du in Einklang bringen, das die Reise überstanden hat, und diese Denkweise verinnerlichen. Aber selbst wenn wir deine eigenen Hemmungen beiseite lassen, hat die Manifestation für einige der erfolgreichsten Menschen der Welt unbestreitbare Ergebnisse gezeigt. Zum Beispiel praktiziert die überwiegende Mehrheit der Olympioniken unmittelbar vor der Teilnahme an Wettkämpfen eine Technik namens Imagery. Tun sie das aus Aberglauben? Natürlich nicht. Sie sind für ganze Länder verantwortlich und können daher kein Risiko eingehen. Manifestation und Visualisierung sind unter diesen Spitzensportlern so weit verbreitet, weil sie Ergebnisse liefern. Und wer weiß, vielleicht gibt es eine Version dieser Athleten in einer Parallelrealität, die sich ihren Erfolg vorstellt, um sich selbst zu motivieren. 3. Identitätsverändernde Affirmationen. Affirmationen sind eine großartige Möglichkeit, dein Gehirn neu zu verkabeln, denn sie helfen dir, deine positiven Eigenschaften zu erkennen und dir deine Fehler zu verzeihen. Aber letztendlich können sie begrenzt sein, wenn du das Gefühl hast, dass du von vornherein nicht viele gute Eigenschaften hast. Wenn du dich erfolglos oder unerfüllt fühlst, kann es schwierig sein, etwas Positives zu sagen. Hier kommt die Anerkennung paralleler Realitäten ins Spiel. Denke daran, dass du bereits alles getan hast, was bedeutet, dass du deine Affirmationen anpassen kannst, um diese Tatsache anzuerkennen. Das funktioniert ganz einfach. Versetze dich in die Lage deines alternativen Ichs. Beginne mit etwas Einfachem, wie Zorn B der Fähigkeit, eine Meile in weniger als 10 Minuten zu laufen. Versetze dich in die Identität eines Parallel-Ichs, das dies kann, ohne ins Schwitzen zu geraten, und ändere dann deine Affirmationen entsprechend. Sage, ich bin stark, ich bin gesund, ich kann eine Meile in weniger als einer Minute laufen.
Das gilt für alles, von der Gründung eines Unternehmens bis hin zum Studium. Indem du sagst, dass du diese Dinge getan hast, kannst du den Erfolg und das Selbstvertrauen verkörpern, die diese Leistungen mit sich bringen können. Du nimmst technisch gesehen eine neue Identität an, aber es ist eine, die dir vertraut sein sollte. Schließlich unterscheidet sich das du verkörperst, nicht allzu sehr von dem Du, das in dieser Realität existiert. Ihr habt die gleichen Ziele, aber einer von euch hat es geschafft, sie zu erreichen. Wenn wir uns das wissenschaftlich ansehen, gibt es Studien, die zeigen, wie Affirmationen dir helfen können, eine positive Denkweise zu erlangen. Sie lassen deine Ziele erreichbarer erscheinen, indem sie ein positives Selbstbild schaffen. Das Aufschreiben dieser Affirmationen ist übrigens noch effektiver, also probier es unbedingt aus. Zumindest wirst du in Zukunft eher geneigt sein, gesündere Entscheidungen zu treffen. Und wenn du es richtig machst, verbindest du dich vielleicht mit einem parallelen Du und verinnerlichst die Eigenschaften, die dir helfen können, die Ziellinie zu erreichen. Kognitive Umdeutung. So viele Aspekte des Lebens laufen auf deine Einstellung hinaus. Wenn dein Handy-Display kaputt geht, kannst du auf zwei Arten darauf reagieren. Entweder wirst du wütend und beschwerst dich darüber, dass das Letzte war, was du gebraucht hast, oder du siehst darin eine Chance, eine Pause von deinem Handy zu machen. Vielleicht hilft dir die Pause, dich zu entspannen. Vielleicht fängst du an, mehr zu lesen oder machst dich an die Arbeit an dem Projekt, das du schon ewig vor dir herschiebst. Beide Versionen von dir existieren im Multiversum, genau wie Quantenteilchen in jedem möglichen Zustand existieren, bis sie beobachtet werden. Es ist alles eine Frage der Perspektive, und es liegt an dir, diese Perspektive zum Besseren zu verändern. Nun gibt es bestimmte einschränkende Überzeugungen, die dich zurückhalten. Überzeugungen wie: ich habe Wutprobleme, ich bin schnell gestresst, ich habe nicht das Zeug dazu, das zu erreichen, was ich will. Diese Überzeugungen sind selten, wenn überhaupt wahr. Du kannst deine Perspektive neu definieren, indem du anerkennst, dass es für die meisten Probleme Lösungen gibt. Wenn du Probleme mit Wut hast, kannst du eine Therapie machen. Auch Meditation, Tagebuch schreiben und regelmäßige Bewegung können helfen. Außerdem hat eine Parallelversion von dir es schon vor langer Zeit geschafft, diese Wut zu überwinden. Das Gleiche gilt für leichte Stressanfälligkeit oder Gefühle der Unzulänglichkeit. Egal, was dir im Weg steht, versuche eine problemlösende Denkweise anzunehmen. Das ist übrigens keine Möglichkeit, die Realität zu ignorieren. Es ist eine Möglichkeit, sie zu erkennen. Tatsächlich sind diese einschränkenden Überzeugungen in der Regel weiter von der Realität entfernt, als du vielleicht denkst. Sie werden oft durch ein geringes Selbstwertgefühl und einen Mangel an positiver Unterstützung im Leben verstärkt. Die kognitive Umdeutung spielt eine große Rolle in der neurolinguistischen Programmierung, die beispielsweise CEOs von Fortune 500 Unternehmen dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, die das Leben von Tausenden beeinflussen. Stell dir nur vor, was das für dich bedeuten kann. Und wenn du jemals Zweifel hast, erinnere dich daran, dass du die Perspektive des Du einnimmst, das du schon immer sein wolltest. 5. Reality Creation Journaling. Eine der besten Möglichkeiten, deine Perspektive neu zu gestalten, ist, Dinge aufzuschreiben. Die meisten Menschen neigen dazu, Ereignisse aufzuschreiben, die an einem bestimmten Tag passiert sind oder wie sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt gefühlt haben. Der Ansatz Reality Creation ist etwas anders, vor allem weil er ein wenig Unterstützung von parallelen Ichs beinhaltet. Genauer gesagt, kannst du versuchen, dich mit alternativen Realitäten zu verbinden, indem du an dein ideales Selbst denkst und aus dessen Sicht schreibst, außer dass es eigentlich nur deine Sichtweise ist, oder? Dieses ideale Selbst ist real und du kannst diese Version von dir verkörpern, während du Tagebuch führst. Sei hier nicht nur ehrgeizig. Treibe diese Übung auf die Spitze, indem du die Erfahrungen und Wünsche dieses idealen Selbst aufschreibst. Zum Beispiel könnte dein größter Wunsch darin bestehen, dir eine Pizza zu holen und den ganzen Abend auf der Couch zu liegen und fernzusehen. Aber dein ideales Selbst. Dieses Du würde wahrscheinlich etwas Gesundes kochen und in seiner Freizeit etwas tun, das Spaß macht, aber produktiv ist. Du musst diese Dinge auch nicht wirklich tun, zumindest nicht am Anfang. Aber je mehr du als dein ideales Selbst schreibst, desto mehr wirst du die Vorteile dieser Eigenschaften erkennen und desto mehr wirst du sie verinnerlichen wollen.
wenn du kurz davor stehst, eine fragwürdige Entscheidung zu treffen, die nicht mit deinen Zielen übereinstimmt, wirst du es dir vielleicht zweimal überlegen. Vielleicht lässt du die schlechte Wahl sogar fallen und gehst zur Abwechslung den richtigen Weg. Aber nehmen wir an, das passiert nicht. Nehmen wir an, du kannst nicht dein bestes Selbst verkörpern. Was bringt es dann, Tagebuch zu führen? Nun, es bringt mehr Vorteile mit sich, als du zählen kannst. Schließlich raten professionelle Therapeuten, ihren Klienten aus gutem Grund mit dem Tagebuchschreiben zu beginnen. Und um auf diese spezielle Übung zurückzukommen, alles, was du wirklich tust, ist, darüber zu schreiben, wer du sein möchtest und dich diesem Ideal gegenüber verantwortlich zu fühlen. Erinnerst du dich an den Teil, in dem es darum ging, bessere Entscheidungen zu treffen? Das wird dir leichter fallen, wenn du ein Tagebuch führst, in dem du dich selbst zur Rechenschaft ziehst. Rexexe. Induktion eines veränderten Bewusstseinszustands. Es gibt eine Reihe von Techniken, die dir helfen können, höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Indische Weise praktizieren sie seit Tausenden von Jahren, also hindert dich nichts daran, es selbst auszuprobieren. Es gibt insbesondere drei Techniken, die veränderte Bewusstseinszustände induzieren und dich mit parallelen Ichs verbinden können. Im Hinduismus ist Meditation oft ein Weg, um sich mit früheren Leben zu verbinden. Das bedeutet, dass sie genauso effektiv ist, um sich mit alternativen Leben zu verbinden. Und es geht auch nicht nur darum, Mantras zu summen, obwohl das hilft, den Fokus zu behalten. Aber die Mantras sind nicht so wichtig wie bestimmte körperliche Techniken, wie Zamsbe gezielte Atemübungen. Die Kapalbhati-Technik durchflutet deinen Körper mit Sauerstoff und versetzt dich in einen schwindelerregenden, benommenen Zustand. Das ist ein tolles Gefühl, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man es oft genug macht, kann es zu einem veränderten Bewusstseinszustand führen, Zamsbe zu einem glücklichen und positiven Gemütszustand. Das passiert sogar, wenn man sich vor Beginn der Atemübung absolut elend gefühlt hat, wahrscheinlich weil man in eine alternative Realität eintaucht, in der man sich um nichts auf der Welt Sorgen machen muss. Laut dem National Institute of Health erhöht Atemarbeit wie Kapalbhati die Produktion von Gammawellen in deinem Gehirn, die nachweislich das Glücksgefühl und möglicherweise sogar deinen IQ steigern. Und darüber hinaus kann der Fokus, den solche Atemtechniken erfordern, eine willkommene Ablenkung von den Problemen des Lebens bieten. Du wirst dich danach energetisiert und motiviert fühlen, fast so, als wärst du ein völlig anderer Mensch. Aber Atemübungen sind nur eine von vielen Techniken, die du ausprobieren kannst, und einige dieser Techniken sind lächerlich einfach. Die vielleicht einfachste von allen ist das Hören von binauralen Beats, bei denen es sich im Grunde genommen nur um zwei verschiedene Frequenzen handelt, die gleichzeitig abgespielt werden. Wenn man ihnen zuhört, kann es sich so anfühlen, als würde jemand das Gehirn kitzeln, was nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt ist. Wissenschaftlich gesehen können verschiedene Frequenzen entweder dazu führen, dass man in einen tiefen Schlaf fällt oder dass man sich wacher fühlt. Einige Chirurgen setzen sie sogar bei Patienten vor der Operation ein, um sie weniger ängstlich zu machen. Wenn es um deine Ziele geht, kann das Erreichen dieser veränderten Bewusstseinszustände die Kluft zwischen deinen verschiedenen Ichs verringern. Ein verändertes Bewusstsein ist einem Traum sehr ähnlich. Es ist ein Zustand, der das Unbekannte so angenehm erscheinen lassen kann wie das eigene Zuhause, weil er Visionen oder sogar offene Tore in parallele Realitäten bietet. Was du mit den Erkenntnissen, die diese Realitäten bieten, machst, liegt ganz bei dir. Du kannst sie entweder als kreative Inspiration oder als Methode zur Selbstverbesserung nutzen. Wenn du diese Techniken mit Meditation kombinierst, können die Ergebnisse noch deutlicher werden, also könnte es helfen, auch das einmal auszuprobieren. 7. Handlungsbasierte Realitätsabstimmung. Bei all den Vorteilen, die es mit sich bringt, sich selbst in parallelen Realitäten alle möglichen Dinge erreichen zu sehen, kann es auch ein wenig wehtun. Vielleicht wünschst du dir, dass du es bist, der dieses Gefühl der Erfüllung verspürt. Auch wenn du es technisch gesehen bist, ist es nicht die Version, die dieses Video sieht. Wie überbrückst du die Kluft zwischen deinen beiden Ichs? Nun, es könnte helfen, deine Handlungen mit diesem idealen Selbst in Einklang zu bringen. Um auf das Thema der Quantenverschränkung zurückzukommen, du erinnerst dich vielleicht daran, dass diese verschränkten Teilchen sich immer im gleichen Zustand befinden.
Ihre gespiegelten Zustände könnten tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit übertreffen, denn egal wie weit diese Teilchen voneinander entfernt sind, sie gleichen die Veränderungen des jeweils anderen sofort aus. Wenn du die Version deiner selbst werden willst, die du idealisierst, könnte es helfen, die Handlungen dieses Selbst zu spiegeln. Synchronisiere deine beiden Ichs. Du kennst die Handlungen und Verhaltensweisen dieses anderen Selbst bereits, wenn du die kognitiven Techniken der Umdeutung und des Tagebuchführens zur Realitätsgestaltung angewendet hast. Das Eintreten in veränderte Bewusstseinszustände bietet auch einen Einblick in andere Welten. Jetzt geht es darum, diese Visionen und Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Dadurch entsteht eine positive Rückkopplungsschleife in deinem Gehirn, denn im Grunde genommen bildest du hier nur gute Gewohnheiten aus. Nehmen wir an, dein ideales Selbst steht jeden Morgen auf und geht joggen. Das tut er in seiner eigenen Realität, also kannst du seinem Beispiel in dieser Realität folgen. Wenn du das oft genug machst, wird es dir zur zweiten Natur. Du wirst morgens joggen gehen wollen, weil du genau diese Art von Person geworden bist. Diese positiven Handlungen senden ein Signal an das Universum, das anzeigt, dass du bereit bist, die Person zu sein, die du sein möchtest. Und es ist klar, dass das Universum möchte, dass du dein bestes Selbst bist. Deshalb erzielen Affirmationen und Visualisierungen so positive Ergebnisse. Wenn du gute Schwingungen in das Universum sendest, bist du sehr empfänglich dafür, diese Schwingungen im Gegenzug zu empfangen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine Liste der Veränderungen zu erstellen, die du sehen möchtest. Setze jeden Tag mindestens eine Veränderung um. Auf lange Sicht wird dies dein Gehirn so sehr neu vernetzen, dass du dein früheres Selbst vielleicht nicht mehr wiedererkennst. Und warum solltest du auch? Diese Version von dir gehört jetzt zu einer anderen Realität, von der du dich schon lange entfernt hast. 8. Emotionale Frequenzabstimmung. Dein emotionaler Zustand kann genauso wie deine Handlungen auf den eines parallelen Selbst abgestimmt werden. Das ist natürlich anders, denn man kann Dinge nicht einfach fühlen, indem man es sich nur wünscht. Versuche stattdessen, dir vorzustellen, wie sich dein paralleles Selbst fühlt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es Freude, Dankbarkeit und ein Gefühl des Überflusses empfindet. Das ist es, was das Erreichen deiner Träume mit deinem emotionalen Zustand macht. Und dann gibt es noch die stärkste Emotion von allen, die Liebe. Es ist das Gefühl, dem Milliarden von Menschen jeden Tag nachjagen, aber nur wenige jemals wirklich empfinden können. Indem du deine emotionale Frequenz änderst, kannst du dich für diese Gefühle empfänglicher machen. Wenn du dich nicht für Liebe oder Freude öffnest, wirst du nur negative Gefühle wie Wut, Frustration oder Traurigkeit empfinden. Jedes Objekt und jedes Teilchen im Universum schwingt mit einer bestimmten Frequenz. Wenn diese Frequenzen übereinstimmen, sind diese Objekte in Harmonie. Du musst in einen Zustand der Harmonie mit deinem alternativen Selbst eintreten, und indem du deine Emotionen auf dieses Selbst ausrichtest, näherst du dich diesem Idealzustand an. In der Praxis kannst du dies tun, indem du im Laufe des Tages regelmäßig emotionale Check-ins durchführst. Aber mache nicht den Fehler, dich für deine Gefühle schuldig zu fühlen. Es geht nicht darum, wie du dich fühlen solltest, sondern wie du dich fühlst. Anstatt deine negativen Emotionen mit Schuldgefühlen zu belasten, solltest du erkennen, dass ihre Anwesenheit schlecht für deine Gesundheit ist. Erkenne sie, fühle sie und lasse sie dann los. Versuche auch, das Gefühl zu verstehen, indem du dich fragst, warum und wie lange du dich schon so fühlst. Frage dich, ob du eine Pause brauchst oder ob du etwas erledigen musst. Vielleicht brauchst du einen Freund oder deine soziale Batterie ist leer und du musst einfach eine Weile allein sein. Zu diesem Zeitpunkt hast du eine Liste mit Strategien, die dich nicht nur mit alternativen Ichs verbinden, sondern dir auch helfen, mit deinen Emotionen umzugehen. Versuche herauszufinden, ob eine davon dir in diesem Moment helfen könnte. Tagebuchschreiben könnte helfen, die Wurzel deines Ärgers aufzudecken. Meditation könnte Ängste lindern. Binaurale Beats könnten dir helfen, einen Energiemangel zu überwinden. Mit den Worten von Carl Jung, dem Begründer der analytischen Psychologie: Was du bekämpfst, bleibt nicht nur bestehen, sondern wird immer größer. Nummer 9. Dankbarkeit für parallele Realitäten. Es geht nicht nur um harte Arbeit. Manchmal muss man einfach einen Schritt zurücktreten und Dankbarkeit zeigen. Schließlich atmest du gerade, oder nicht? Denke an das letzte Mal, als du gegessen hast
und danke dem Universum dafür, dass es dir das Essen auf den Teller gelegt hat. Jetzt stelle dir vor, dass es eine Version von dir gibt, die andere Dinge hat, für die sie dankbar sein kann, und sei selbst ein wenig dankbar für diese Dinge. Es gibt viele Realitäten, in denen einige deiner Wünsche erfüllt wurden. Und was noch wichtiger ist, die Versionen von dir in diesen Realitäten sind vielleicht auch stolz auf das, was du hast. Manche sehen vielleicht bestimmte Aspekte von dir und fühlen sich inspiriert, sich zu ändern. Andere wissen vielleicht gar nicht, dass es Parallelwelten gibt, erkennen sie aber vielleicht aufgrund deiner Bemühungen, diese multiversale Kluft zu überbrücken. Und natürlich gibt es mindestens eine Version von dir, die alles hat, was du dir jemals wünschen könntest. Wenn du dich dafür bedankst, wirst du positive Veränderungen in deinem Leben feststellen. Wie funktioniert das? Wieder einmal, indem du dein Gehirn neu verdrahtest. Schon das Gefühl von Dankbarkeit kann laut vielen klinischen Studien die Herzgesundheit fördern und das Risiko schwerer Krankheiten verringern. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf Depressionen, Angstzustände und verschiedene andere psychische Erkrankungen. Diese Vorteile kommen nicht einfach aus heiterem Himmel. Die Wissenschaft hat immer wieder bewiesen, dass es etwas gibt, das uns alle verbindet. Es gibt einen unsichtbaren Faden, der den Gesetzen der klassischen Physik trotzt und es einem Teilchen ermöglicht, sich gleichzeitig an zwei Orten aufzuhalten. Derselbe Faden verbindet die vielen Versionen von dir miteinander. Wenn du darüber nachdenkst, bist du nie wirklich allein. Und hier kommt die letzte Strategie ins Spiel. 10. Mentoring durch alternative Ichs. Jeder Mensch steht im Leben vor Herausforderungen. Es mag Realitäten geben, in denen du überhaupt keine Probleme hast, aber es gibt viel mehr, in denen du deine Hindernisse überwindest und der Mensch bist, der du wirklich sein willst. Klingt das nicht nach der Art von Person, von der du lernen möchtest? Tatsächlich könnte das genau die richtige Person sein, die dich anleitet. Du kannst dein eigenes Vorbild sein und dich fragen, was würde diese Version von mir tun? Die Antwort wird dir vielleicht nicht immer dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber sie hilft dir zumindest zu wissen, was die richtigen Entscheidungen sind. Eine spirituelle Verbindung zu dir selbst herzustellen, macht das so viel einfacher. Einige Versionen von dir könnten älter sein, sodass sie die Weisheit vermitteln können, die mit dem Alter einhergeht. Andere könnten jünger sein, sodass du die Hoffnung der Jugend nutzen kannst. Das Tolle daran ist, dass du dich nicht nur mit einem einzigen Vorbild zufrieden geben musst. Es gibt unendlich viele Realitäten da draußen und unendlich viele Versionen von dir. Würdest du dir selbst eine helfende Hand reichen? Das Gleiche gilt auch für diese parallelen Ichs. Durch Visualisierung, Tagebuchschreiben, Meditation und all diese Techniken kannst du ein tieferes Verständnis von dir selbst erlangen. Denn am Ende des Tages ist es eine der größten Herausforderungen im Leben, zu verstehen, wer man ist. Diese Strategien können deine Überzeugungen und sogar deine Identität formen. Wenn du dies in deinem täglichen Leben umsetzen möchtest, kannst du einfach deine Stärken und Schwächen auflisten. Es gibt Versionen von dir, die mehr zur einen oder anderen Seite neigen, aber sie alle bieten wertvolle Lektionen. Dass du, das auf den falschen Weg geraten ist, kann als warnendes Beispiel dienen, genauso wie die erfolgreiche Version von dir, dir etwas gibt, wonach du streben kannst. Es gibt einen Rahmen für Selbstmentoring, den du ausprobieren kannst und der 4 Phasen umfasst. Die erste Stufe heißt Selbsterkenntnis und wird dir definitiv zuteil, nachdem du deine Stärken und Schwächen aufgelistet hast. Die zweite Stufe ist die Selbstentwicklung, bei der du eine Strategie entwickelst, um dich zu verändern. In der dritten Stufe reflektierst du dich selbst, indem du auf andere zugehst und eine objektive Einschätzung darüber vornimmst, wie weit du gekommen bist. Und schließlich in der 4. Stufe überwachst du dich kontinuierlich selbst. Wenn du das Konzept deines Selbst um die unzähligen Versionen erweiterst, die in parallelen Realitäten existieren, wird diese bewährte Technik nur noch stärker. Für weitere Informationen zu diesem Thema klicke auf den Link in der Beschreibung oder den angehefteten Kommentar und erfahre mehr über die effizientesten Methoden, mit denen du das erreichen kannst, was du willst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere unbedingt unseren Kanal, um weitere Inhalte dieser Art zu erhalten. Bis zum nächsten Video.